Herzlich willkommen hier im Brandenburger Land. Wir befinden uns hier auf dem Gelände der Fischerei Köllnitz und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Zubereitung unseres fruchtigen Zanderfilets. Viel Vergnügen. Mein Name ist Wilhelm Dietrich. Ich begrüße Sie in der Küche von den Köllnitzer Fischerstuben. Wir benötigen für das Gericht Zanderfilet. Das sind hier zwei Filets von einem Zander. Dann Mehl, Salz, Butter. Dann Apfel für die Apfelringe, die Butter zum Braten und die Preiselbeeren. So, bei den Zanderfilets mache ich es immer so, da sie ja sehr frisch sind, schneide ich die Haut ganz wenig ein, aber nur wenig. Es sollte nicht ins Fleisch gehen. Damit wird verhindert, dass beim Braten die Haut sich zusammenzieht und der Zander hohl auf der Platte liegt oder in der Pfanne liegt. So, jetzt wird gesalzen. Manche mögen auch Pfeffer, ich salze nur, mir ist das angenehmer, weil das der Zander, der Geschmack durch den Pfeffer nicht verfälscht wird. Das ist meine Meinung dazu und zu der Stege auch. Und jetzt wird der Zander in Mehl gewälzt und auf die Platte zum Braten gebracht. Beide Seiten melieren. Manche mögen sehr knusprig, das sagen die Gäste dann schon. Manche weniger knusprig, da muss man den Zander von der Platte eher runternehmen. Gebraten wird mit Rapsöl. Der Vorteil von dieser Bratenplatte ist, dass der Fisch ziemlich fettarm gebraten wird und trotzdem eine schöne Kruste bekommt. Jetzt bereite ich die Apfelringe vor. Das heißt, ein Apfel, der ziemlich fest ist im Fleisch, leicht säuerlich. Er darf nicht beim Braten nicht zerfallen, das ist wichtig. Ansonsten ist es egal, welche Sorte man zum Zander nimmt. So, dann wird er ausgestochen. Jetzt ist jedem selbst überlassen, wie viel man nimmt. Wir nehmen immer ca. drei Scheiben von den Apfeln und pro Portion. Und diese werden in Butter angebraten. Wer mag, kann auch ein bisschen Zucker drüber streuen, wenn sie sehr säuerlich sind, die Äpfel. Ansonsten kommt ja noch die Preiselbeeren dazu und die sind ja auch süß. So, eine leicht braune Kruste hat sich gebildet. Noch ein bisschen Öl dazu. So, die Apfelringe wende ich noch einmal. Sie haben schon leicht Farbe angenommen, der Zucker, der im Apfel ist. Und dann sind sie somit auch schon fertig. Ich gucke nochmal. Wende nochmal, ja, er hat die Farbe angenommen. Er wird auf der Haut serviert. Ich schiebe ihn beiseite, damit er nicht weiter brät und trocken wird. Nun hole ich das Zanderfilet zum Servieren. So, und dazu die Preiselbeeren. Dazu die Herzogin-Kartoffeln. Und zum Schluss, womit ich die Apfelringe gebraten habe, mit der Butter noch mal drüber, das gibt erhöht den Geschmack. Und das ist unser Zanderfilet mit Apfelringen, Preiselbeeren und Herzogin-Kartoffeln. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de